Hallo, willkommen zu einem neuen Auspackvideo. Ich habe mir überlegt, dass es dieses Mal ein extra Vlog wird und es kann sein, dass wir dieses Video in zwei oder drei Teile unterteilen, die zusätzlich zu den normalen Videos kommen werden. Wir haben ein erstes Paket von meiner Familie für Weihnachten und unsere Geburtstage aus Deutschland bekommen. Das ist dieses gute Stück. Gerade frisch angekommen. Ich nehme mir gerade ein paar Minuten Zeit zwischen meiner Arbeit, es auszupacken, weil wir können es nicht mehr aushalten. Wir fangen an. Soweit ich weiß, sind hier hauptsächlich Sachen für unser Baby drin. Zum Teil kenne ich die Sachen schon. Also zum Beispiel hatte meine Mutter eine Regenjacke gekauft oder Puschen oder ein Stofftier. Das kenne ich also. Aber es sind auch einige Überraschungen drin und angeblich auch was für uns, aber sie war sich nicht mehr sicher, denn die Sachen für uns sind im zweiten Paket. Aber fangen wir an. Natürlich ist hier wieder viel Verpackungsmaterial. Ich glaube, ich habe es von unten aufgemacht. Ja, kann passieren. Ist aber auch nicht schlimm. Ich nehme erstmal das Verpackungsmaterial raus. Ja, ich habe es von unten aufgemacht. Ah, das ist tatsächlich für uns von meiner Schwester die Feuernudeln von Samyang. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt glaube ich nicht zweimal scharf. Und noch eine grüne, ach hier steht das. Einmal die Geschmacksrichtung Bulldog Kimchi und Hot Chicken Flavor. Die werden wir definitiv ausprobieren. Vielen Dank. Sehr, sehr cool. Habt ihr die schon mal ausprobiert? Falls ja, lasst mich das gerne wissen und wie ihr die zubereitet. Machen wir weiter mit diesem großen. Das haben wir zweimal. Boah, das ist schwer. Also, das ist von meiner Mutter. Ja, beides. Ich denke, das ist Bettwäsche, würde ich jetzt mal schätzen. Aber weiß. Oh. Ah ja, ich fange mal an mit den kleinen Sachen. Dann könnt ihr das besser sehen. Oh, das ist aber weich. Das ist so ein ja, Grau-Fliederton. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Oh, sehr schön. Ein großes Kissen und ein kleines Kissen. Oh. Und dann natürlich, denke ich mal, ist das die... Nee, noch ein kleines Kissen. Ah, ein langes Kissen. Oh, das ist ja cool. Da kann man sich so richtig gemütlich machen. Dann ist das die große Bettwäsche. Ich lasse die jetzt gefaltet, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht wieder so ordentlich gefaltet kriege. Zumindest nicht in diesem Setup. Die zweite lasse ich jetzt auch erstmal eingepackt. Wow, super. Vielen Dank, gerade so eine Kuschelbettwäsche. Machen wir weiter mit dieser ominösen Box. Oh, das ist für mich, von meiner Schwester. Schwer. Was könnte es sein? Ich hätte jetzt gesagt, eine Kerze, aber es riecht. Es riecht sehr gut. Oh, eine Yankee Candle, eine kleine. Was ist das? Twinkling Lights. Oh. Das ist ein richtig toller Vanilleduft. Und das große. Oh, das habe ich mir gewünscht. Oh, das hat sie, glaube ich, bei Temu bestellt. Das ist eine Kaki-Dose. Einmal den Deckel vorsichtig aufkriegen. Oh, da kann man tolle Sachen reintun. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht Schmuck. Vielleicht doch irgendwas anderes. Wow. Die ist ja klasse, oder? Wunderschön. Und diese tolle Kerze. Stelle ich mal hier rum. Oh, wie toll. Da freue ich mich. Oh. Machen wir weiter mit einer Sache fürs Baby. Von meiner Schwester ein Riesenmikado. Das müssen wir aber, denke ich mal, noch für einige Zeit zurückhalten. Denn es ist jetzt eh Winter. Also draußen kann man es nicht spielen und ich habe Sorge, dass er mit diesen Stäben rumläuft und Leuten Augen aussticht. Das
wollen wir nicht. Aber richtig cool, Mikado muss sein, auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Kleidung für unser Baby. Das sind die Sachen, die ich schon kannte, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist in dieser Tüte. Das ist auch von meiner Mutter geschenkt, aber zusammen sozusagen ausgesucht. Also sie hatte gefragt, ob das ihm passen würde, ob wir das brauchen und so weiter. Und zwar einmal diese super coole Regenjacke. Mein Mann hat auch so eine sich von meinem Schwager ausgeliehen. Die ist so süß. Das ist jetzt Größe 104, 110. Die fiel nämlich ein bisschen klein aus. Die wird ihm jetzt schon passen, wobei die Ärmel ein bisschen lang sind. Die ist auch innen so ein bisschen ja, fließmäßig. Sie hat Reißverschluss und Knöpfe. Ich meine, die ist aus dem Aldi gewesen, vielleicht auch nicht. Von der Firma Kiki und Coco. Richtig cool. Dann, was wir immer brauchen, eine Strumpfhose mit einer Giraffe am Popo. Super süß, die wird auch passen. Die ist von Poco Piano 86,92. Und diesen Pullover. Ich sage jetzt erstmal die Größe und die Marke, auch von Kiki und Coco, Größe 98, der wird ihm auf jeden Fall passen. Richtig toll mit Sauriern drauf, verschiedenen, super, da freue ich mich. Und ich glaube, was haben wir denn noch, diese, da kommen glaube ich noch mal Kleidung, weil sie hatte noch Puschen gekauft. Da, diese Figur kenne ich auch schon, der Stoff hier, das hat meine Mutter mir auch gezeigt. Ja, ein Weihnachtself. Na, er will nicht raus. Vielleicht bei Weihnachten schon vorbei. Heute hat übrigens, oh, der ist aber riesig, mein Mann Geburtstag. Huch, ich weiß nicht, ob für ihn auch was dabei ist. Der ist ja cool. Der sieht so ein bisschen aus wie der Partner von meiner Schwester, muss ich sagen, mit den blonden Haaren. Den setze ich mal hier oben hin. Vielleicht haben wir noch Zeit für eine Sache, bevor ich weiterarbeiten muss. Vielleicht dieses Mysteriöse. Was ist das? For all of us, from my sister. It has already great color. Da brauche ich die Schere. Es ist flüssig. Ist das etwa Schnaps? Ohohoho, was bist du? Na? Was ist das? Ah! Das Böse in mir! Schnaps! Nein! Das ist heiliges Wasser! Geheiligtes Wasser oder gesegnetes Wasser! Nein, kein Schnaps! Gesegnetes Wasser vom Jordan. Meine Schwester war nämlich in Israel kürzlich. So, natürlich dann der Raketenangriff da. Aber eine Sache machen wir doch noch. Und zwar dieses hier. Oh, das ist in so einer Tüte. Das ist for me. Warum sage ich das euch auf Englisch? Für euch. Es steht vor allen Dingen auf Deutsch drauf. Für mich und meinen Mann von meinem Neffen. So. Danach muss ich echt mal Pause machen. Ich kann schon nicht mehr denken. Was ist das? Oh, ich sehe es schon. Ja, müssen wir wieder schneiden. Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit, falls ihr euch daran erinnert, falls ihr diesen Vlog geschaut habt, auch von meiner Familie so ein Geschenk bekommen. Aber einen Engel. Und jetzt ist es ein Weihnachtsbaum aus Kerzenwachs. Oh, der riecht toll. Also aus Bienenwachs, nicht Kerzenwachs. Sehr, sehr toll. Da freuen wir uns. So, nächste Pause. Jetzt schnell weiter. Ich nehme einfach diese Tüte. Oh, das sind nochmal von meiner Schwester Feuernudeln, denke ich. Wieder von der gleichen Firma. Bulldog, das ist zweimal spicy und normal Bulldog, die schwarze Variante. Also wenn ihr die schon mal probiert habt,
und mögt oder nicht mögt, lasst mich das super gerne wissen. Kommen wir zu den anderen. Ich freue mich so. Was jetzt? Diese Tüte. Was ist das? Oh, das ist für mein Baby von meinem Neffen. Schauen wir mal, wenn ich denn die Schleife aufkriege, was das ist. Ich sehe schon eine Firma. Er wird's lieben. Das ist das Handwerker-Set mit Schutzbrille, Kopfhörer und Handschuhe. Er zieht immer die Handschuhe von meinem Mann an. Und mein Schwager hatte sich, falls ihr das im anderen Vlog gesehen habt, so ein Ding gekauft, womit man so Rasen mähen kann, so an so einer Stange. Da war eine Schutzbrille dabei. Und die zieht er immer auf. Oh mein Gott, ist das süß. Super, die Tüte ist voll schön. Die stelle ich mir gleich hier hin. Jetzt schnell, warte, eine Karte. Ein ominöser Brief. Wenn ich ihn aufkriege. Ganz viele sogar. Ah. Das darf ich gleich meinem Mann einmal zeigen. Oh, pass auf. Wow. Ich will es auch von vorne sehen. Oh, wie schön, die Krippenszene. Das ist ja mal eine tolle Karte. Oh, super. Und sogar auf Georgisch. Da hat sie sich echt Mühe gegeben. Richtig toll. Das lege ich hier hin. Oh, jetzt weiter. Oh, eine Sache. Oh, und eine Fliege. Ich dachte schon, eine Spinne. Wie in so brasilianischen Bananenkisten. Ist aber nur eine Fliege. Das kriegen wir immer, das sind einfach nur Bügel von der Reinigung, aber ich liebe die, weil die so dünn sind. Mega gut, die können wir auch gebrauchen. Dann jetzt das, was sich festklebt. Na, kommst du wohl ab? Was ist es überhaupt? Uch, das fällt schon alles. Oh, das ist für meinen Mann. Can I unpack it? Ist das? Ah, das war auch eine Tüte. Oh, die hat aber gelitten. Oh, okay. Oh, ihr wisst ja vielleicht, mein Mann mag Schleich und bastelt da Waffen für. Wir haben einmal hier so einen cool aussehenden König. Richtig gut, der kommt dahin. Dann haben wir eine Königin oder einfach nur eine Frau mit Krone. Dann haben wir einen Ritter, einen Templer mit einem Stock. Da war wahrscheinlich irgendwas oben dran. Das wird er repariert. Und wir haben noch einen Ritter mit zwei Händen. Sehr gut. Also soweit ich das jetzt sehe, ist hier nicht das abgebrochene Teil von dem Stock. Machen wir weiter hiermit. Was ist das? Oh. Ah, okay. Das ist für die Tante von meinem Mann. Das ist ein Parfüm. Kennt ihr das von... Oh, nicht von Wish. Das ist nicht von Wish. Das heißt aber Wish Chopin. Das ist dieses Parfüm in der Diamantenform. Es riecht leider nicht durch, aber ich kenne das. Das werde ich natürlich nicht auspacken. Das stelle ich einfach an die Seite. Und ich nehme die OOO für mein... Oh, von wem ist das? Von meiner Mutter. Ah, Schneeschuhe in Größe 25. Die kann er sehr gut gebrauchen, denn unser Baby verbraucht unglaublich viele Schuhe. Denn er ist Weltmeister im in die Pfützen gehen oder in den Schnee sich dreckig machen. Also ganz fürchterlich. Mega gut. Ich liebe sie. Die werden ihm gefallen. Weiter. Ich nehme erstmal diese Folie heraus. Diese Sachen kenne ich auch schon. Die hatten wir auch, glaube ich, im Aldi gekauft. Das ist jetzt geschenkt von meiner Oma. Aber ich kenne die schon, die Sachen, weil ich sie ausgesucht habe zumindest. Zum Teil. Da gab es nämlich Holzspielzeug im Aldi. Fangen wir an.
einmal ein Teeset, also mit Tee-Beuteln, Löffeln, Tassen und einer Kanne. So, machen wir weiter mit einem Eiscreme-Set. Er hatte schon mal ein Eiscreme-Set, das war aber anders. Das war mehr Eis am Stiel und das ist jetzt auch mit Kugeln. Richtig cool. Und ein Frühstücksset, wo man das Brot aufschneiden kann mit Ei. Richtig cool. Da freue ich mich auch. Und einem Haar. Das war ein Faden. Was ist. Ach, das kenne ich auch schon. Das hatte meine Schwester schon besorgt. Das ist aber geschenkt von meinem Vater. Aber sie hatte es mir schon gezeigt. Und zwar ist das, ich hoffe, ich nenne das jetzt richtig, eine Kreissäge. Brauchen wir aber Batterien. Die funktioniert, also die leuchtet und natürlich dreht sich. Das wird unserem Baby auch gefallen. Richtig cool. Auch alles von Bosch. Dann machen wir weiter hiermit. Das scheint nochmal Kleidung zu sein. Ach, das kenne ich auch. Das habe ich tatsächlich für mich gekauft von Temu. Da hatte ich ein paar Sachen bestellt und zwar... Aha. Das versuche ich gerade mal schnell aus. Oder ich packe es jetzt aus, ich kann es euch erklären. Das ist eine, ihr kennt doch diese Augenpatches, die man so aus, was ist das, nicht Silikon, aber so halt wieder nicht wiederverwendbare Augenpatches in Gold oder was auch immer. Die sind hier drin, 65 Stück. Ich weiß nicht mehr, was die gekostet haben, 6 Euro, glaube ich. Ist okay. Dann hatte ich mir aus so einem... Material, was so glatt ist, wie so Badeanzugstoff, was nicht richtig genäht ist, BH gekauft. Der sieht eigentlich auch okay aus, von der Qualität. Noch einen in Braun, der ist auch ganz schön. Dann noch einmal diesen Augenbrauenstift, das waren glaube ich 3 Stück. Den hatte ich schon. Ich habe den jetzt in dunkler genommen, der sieht aber genauso aus. Den finde ich ganz gut. Dann so ein Büchlein, vielleicht kennt ihr das. Da könnt ihr alle eure so Karten reintun, die man irgendwo bekommt. Also wir haben ja alle möglichen Karten. Für einen Fahrstuhl hatten wir bei unserer Wohnung, von der Apotheke. Und alle so Plastikkarten. Also das finde ich auch sehr cool. Dann habe ich mir bestellt ein Schlüpfer-Set oder Unterwäsche-Set, wie auch immer. Nochmal genau von diesen, die so gut wie gar nicht genäht sind. Das ist, glaube ich, sehr angenehm. Das ist einfach genau die Qualität, die ihr für den Preis erwarten könnt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, wenn ich jetzt nicht hier einen noch verloren habe. Wohl, hier sind noch welche. Ihr seht ja, wie die sind. Die haben, glaube ich, 6 oder 7 Euro gekostet, dieses ganze Set. Und das ist halt, was ihr dafür bekommt. Ne? Eine gute Qualität, die wahrscheinlich... Ach, da waren die anderen Stifte, die nicht Jahre halten wird. 3 Stück. Und dann eine Leggings. Die war allerdings ein bisschen teuer. Die kostete knapp 10 Euro. Die wird ja, denke ich mal, von der Länge und so passen. Das ist ja auch Stretch. Hatte ich in S bestellt. Also es ist sehr gut Stretch. Richtig cool. Ja, ich denke, ich beende jetzt diesen Teil, Teil 1. Und wir machen gleich weiter mit Nummer 2. Ich hoffe, ihr hattet also Spaß an dem Video. Lasst mir gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und bis Teil 2.